Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um virtuelle Kraftwerke. Wir haben schon mal in einem anderen Video erklärt, was überhaupt virtuelle Kraftwerke sind. Das verlinke ich wie immer am Ende dieses Videos. Nochmal kurz zum Wiederholen: Ein virtuelles Kraftwerk ist schlussendlich nichts anderes als eine zentrale Leitstelle, die ganz viele dezentrale Erzeugungsanlagen, Speicher und auch Verbrauchsanlagen miteinander vernetzt und die eben intelligent steuert. Also schlussendlich sowas wie ein Büro, in der ganz viel IT-Infrastruktur zusammenkommt und mit der dann eben fernsteuerbare Erzeugungsanlagen, kleine Kraftwerke, Speicher, aber eben wie gesagt auch Verbrauchsanlagen, Kühlhäuser und sowas eben ja, zusammenfinden und miteinander vernetzt werden und eben aus der Ferne gesteuert werden können, sodass die schlussendlich so eine Art wie ja, große Steckdose bilden, also zusammen wie ein Gesamtkraftwerk gefahren werden können. Das ist ein virtuelles Kraftwerk. Und der Sinn davon ist natürlich, dass wir mit der deutlich steigenden Anzahl von erneuerbaren Energien im Markt ja natürlich auch einen gewissen Bedarf haben, die irgendwie sinnvoll zu steuern, weil wir wissen es ja, Strom und Wind erzeugt eben genau dann, wenn die Natur das eben zulässt. Und was passiert denn jetzt gerade, wenn wir jetzt auch über die nächsten Jahre einen immer weiter und deutlich steigenden Anteil von erneuerbaren Energien im Stromnetz haben? Wir haben natürlich mit dem größten Anteil aus Wind und Solar da eine ja, absolute volatile Erzeugung. Volatil bedeutet ja schwankend. Also tatsächlich komplett darauf basierend, was eben die Natur über Sonnenlicht oder Wind uns zur Verfügung stellt. Und was es eben regelmäßig passiert, ist dann natürlich, dass man Abweichungen von Prognosen hat. Weil Prognosen basieren auf Wetterdaten, die eben auch niemals zu 100% stimmen können, vor allem auf mehrere Tage im Voraus dann nicht mehr, aber natürlich auch auf verschiedenen anderen Gegebenheiten, natürlich auch der zur Verfügung stellen von den Anlagen, was ist, wenn da mal ein Defekt kommt und so weiter. Wir haben also immer Abweichungen. Und je mehr Anlagen eben Wind- und Solaranteil sind, desto vielleicht auch stärker sind die Abweichungen im Gesamtportfolio des gesamten deutschen Strommixes. Jetzt kann man eben, so wie auch viele Kritiker der Energiewende sagen, das ist schlecht und dadurch können wir eine geringere Versorgungssicherheit haben und der Blackout kommt und alles wird teuer und so weiter und so fort. Aber das virtuelle Kraftwerk sorgt eben genau dafür, dass genau diese augenscheinlichen Nachteile möglichst abgemildert werden oder sogar komplett außer Kraft gesetzt werden und man eben auch bei Schwankungen super reagieren kann. Wie? Wir haben schlussendlich ja folgende Situation. Wir führen die Informationen von tausenden dezentralen Anlagen, die über ganz Deutschland verbreitet sind, ja zusammen. Das heißt, wir erkennen zum Beispiel, dass an bestimmten Stellen jetzt zum Beispiel schon weniger Wind kommt. Das kombinieren wir mit aktuellen Wetterdaten. Wir wissen genauso gut, okay, was ist der Einfallswinkel von Sonne an verschiedenen Stellen. Dann können wir diese Daten miteinander kombinieren. Wir wissen, wann wird wie viel Energie gerade gebraucht. Wir erkennen gleichzeitig aus den Daten aus dem Markt, aus der Strombörse und Co. Was ist denn gerade überhaupt die Nachfrage und was ist das andere Angebot im Markt? Was liefern die klassischen konventionellen Kraftwerke gerade, die ja auch immer weniger werden? Und was ist, wenn zum Beispiel wir ein absolutes Überangebot haben und zum Beispiel ein großes Kraftwerk jetzt nicht ganz so schnell runtersteuern kann? Genau dann ist die zentrale Steuerung von tausenden dezentralen Anlagen der beste Weg, um das Stromnetz zu stabilisieren und die Überproduktion zu vermeiden oder eben auch die Unterproduktion zu vermeiden. Wenn wir irgendwo einen Mangel haben sollten, wir aber jede Menge Anlagen in unserem Portfolio des virtuellen Kraftwerks jetzt wieder schnell hochfahren können. Die sind ja fernsteuerbar. Das heißt, wir können auf Knopfdruck sagen, liebe Windkraftanlage, jetzt lauf mal an, jetzt fang mal an zu rotieren oder eben bleib stehen, schalt die Bremse an. Ne? Und genauso gut haben wir ja auch Biogasanlagen dort mit drin oder Blockheizkraftwerke, die zum Beispiel mit Holzpellets betrieben werden. Oder wir haben auch Wasserkraftanlagen dort mit drin und so weiter und so fort. Wir haben natürlich auch Speicher, um Überproduktion abzufedern. Und was ist eben, wenn man zum Beispiel nicht Teil so eines virtuellen Kraftwerks ist und man betreibt eine erneuerbare Energienanlage und wir haben eine derartige Überproduktion in Deutschland, dass wir zum Beispiel negative Strompreise haben? Dann kostet ja meine Anlage jetzt Geld, weil den Strom, den ich jetzt liefere, ja, ich muss sogar noch dafür bezahlen, dass er mir abgenommen wird. Wenn ich aber Teil eines virtuellen Kraftwerks bin,
Dann kann ich diesen Strom im Zweifel einspeisen und gleichzeitig weiß halt eine Speicheranlage im Gesamtportfolio dieses virtuellen Kraftwerks, dass jetzt Energie wiederum gezogen werden kann. Und das Ganze gleicht sich jetzt natürlich in der Bilanz am Ende aus, weil ich meine Ölproduktion woanders eben in den Speicher reinbringen konnte oder irgendwo woanders den Verbrauch hochfahren konnte, weil ich zum Beispiel im Bereich von Lastmanagement auch Anlagen hatte. Das ist ja der Sinn des virtuellen Kraftwerks und das ist umso wichtiger, wenn wir umso mehr erneuerbare Energien im Netz haben. Spannend ist natürlich aber auch, dass wir damit nicht nur diese bilanzielle Zuordnung und damit schlussendlich die Ausgleichsenergie, dazu gibt es auch ein separates Video bei mir, ausgleichen können und verhindern können, dass da Schaden kommen würde und dass auch Strafzahlungen kommen würden. Das können wir verhindern durch kluges Management. Sondern wir sorgen auch dafür, dass die tatsächlichen physischen Schwankungen im Stromnetz, das ist dann die Regelenergie, vermindert werden und dass Schwankungen früher erkannt und früher gegengewirkt werden können, weil wir ja die Marktdaten zum Beispiel aus der Strombörse live zurückbekommen. Wir bekommen Daten aus unserem eigenen Portfolio und bei tausenden Anlagen sind das viele Daten und können dann eben sagen, okay, wir haben jetzt in diesem Stromnetz gerade eine Schwankung, zum Beispiel ist da zu viel Energie. Diese Info kann zum Beispiel auch aus dem Smart Grid eines Verteilnetzbetreibers kommen, an uns als virtueller Kraftwerksbetreiber. Und in dem Moment sagen wir jetzt, okay, diese tatsächliche physische Schwankung können wir durch An- oder Abschalten von Anlagen genau dort, physisch genau dort, eben entgegenwirken, die können wir außer Kraft setzen. Oder indem wir entlang der Stromleitungen jetzt irgendwo einen Bedarf anschalten und damit der Strom dorthin fließt, weil dann eben der Widerstand im Stromnetz geringer wird, dann fließt es genau dorthin. Das kann man alles wunderbar durch das Zusammenschalten und diese intelligente Digitalisierung von der Energiewende eben herbeiführen. Deswegen sind virtuelle Kraftwerke eine super coole Angelegenheit. Wir haben in Deutschland verschiedenste größere Anbieter, die eben auch wirklich tausende Anlagen miteinander vernetzt haben. Unter anderem zum Beispiel Next Kraftwerke hat, soweit ich weiß, knapp 9000 Anlagen miteinander vernetzt und Energy to Market zum Beispiel so 4.000, 5.000 Anlagen. Also das ist schon mal eine ganze Menge und es gibt noch viel mehr, viel, viel mehr Anbieter. Und insoweit können wir diese Energiewende wunderbar abbilden und eben auch genau diese Gefahren in der Ausgleichsenergie und der Regelenergie sehr früh und sehr günstig und wirklich sehr wirtschaftlich entgegenwirken. Damit können wir eben auch dafür sorgen, dass die Energiewende nicht nur besonders sicher ist und die Versorgungssicherheit gut funktioniert, sondern eben auch, dass sie wirtschaftlich ist und wirtschaftlicher noch wird als sowieso schon. In anderen Videos betone ich ja immer, dass die erneuerbaren Energien die günstigste produzierende Quelle für Strom sind, eben weil sie keine Brennstoffkosten haben und weil sie keine großartigen Personal- und Infrastrukturkosten haben, aber eben auch, weil sie die weiterführenden Prozesse der Energiewirtschaft besonders günstig und effizient antreiben können, durch zum Beispiel die virtuellen Kraftwerke. Das wollte ich mal gesagt haben. Das ist also so der Sinn und Zweck des virtuellen Kraftwerks, vor allem entlang der weiteren Energiewende als wichtiger Baustein der Energiewende. Und insoweit sind das super coole Geschichten und werden natürlich auch immer weiter wachsen. Habt ihr Fragen zu virtuellen Kraftwerken, dann schreibt die mal unten in die Kommentare. Und ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Hier ist nochmal das erste Video, was ist ein virtuelles Kraftwerk? Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.